Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich euch das Unternehmen und die Aktie von Salesforce vorstellen. Wie viele andere Tech-Unternehmen hat auch Salesforce die letzten 6 Monate stark an Wert verloren. Nachdem es bis November 2021 um 27% raufging, so ging es dann um über 28% runter. In diesem Video möchte ich klären, was Salesforce eigentlich macht bzw. was das Geschäftsmodell ist, was CRM bedeutet und wie die Konkurrenz aufgestellt ist. Außerdem möchte ich versuchen, einen fairen Wert für die Aktie heute berechnen. Dazu verwende ich eine Discounted Cashflow Analyse. Hier betrachte ich die freien Cashflows, den Verkaufswert in 10 Jahren und das Ganze mit einem Discountfaktor von 10%. Zum Schluss schaue ich mir den Chart an und prüfe, ob es hier interessante Trends gibt, welche Supportlinien relevant sind und wie der Abstand zum Discounted Cashflow Preis ist. Mein Name ist Dr. Mike und willkommen im Investmentbüro. Was macht Salesforce eigentlich? Salesforce ist ein Software-as-a-Service Unternehmen. Zusätzlich werden die Dienste und Daten in der Cloud gespeichert. Salesforce macht Produkte für den Vertrieb, den Service, das Marketing in den Branchen Finanzen, öffentlichen Sektor, Telekommunikation und Maschinenbau. Salesforce ist im B2B-Geschäft unterwegs. Kunden kaufen bzw. abonnieren Software oder Pakete von Salesforce, um genau was zu machen? Das ist hier die Frage. Eigentlich, um die Interaktion mit den eigenen Kunden zu verbessern, um damit mehr Ertrag zu generieren. Das Unternehmen hilft dabei, die Daten der jeweiligen Kunden zu erfassen, diese in der Cloud zu speichern und einfach zu visualisieren, um damit die Daten je nach Anwendung und nach Bedarfsfall besser zu überwachen. Machen wir ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Kundin Celeste. Sie interessiert sich für einen neuen Motorroller und guckt ab und zu nach ihrem Lieblingsmodell. Außerdem wohnt sie in Kalifornien. Dadurch, dass der Rollerhersteller erfassen kann, welche Kunden sich gerade auf der Webseite rumtummeln und welche Produkte angucken, kann das Sales- bzw. Verkaufsteam einen Termin beim nächstgelegenen Händler buchen und Celeste eine Probefahrt anbieten, damit hier gegebenenfalls das Produkt gekauft wird. Somit steht nicht der Produkt oder die Dienstleistung, sondern der Kunde im Fokus. Das CRM, also Customer Relationship Management, umfasst Marketing, Sales, Feedback und Support und alles um den Kunden herum. Salesforce umschließt das jeweilige Unternehmen wie eine Krake. Fängt an im Vertrieb, geht dann zum Service, über Marketing und so weiter. Alles mit dem Fokus, einen Mehrwert für den entsprechenden Kunden zu generieren, um damit mehr Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften. Diese Darstellung zeigt, dass das Geschäftsmodell und die Produkte von Salesforce extrem erfolgreich sind. Im Vergleich zu anderen CRM-Anbietern wie Oracle, SAP, Microsoft und Adobe hat Salesforce eine deutlich bessere und steigende Marktposition von fast 20%. Eine besondere Stärke liegt darin, dass man kontinuierlich seine Produkte weiterentwickelt. Die Anzahl der jeweiligen Clouds in den unterschiedlichen Segmenten wächst stetig. Außerdem werden die entsprechenden Cloud-Lösungen immer profitabler. Salesforce sieht hier für sich einen adressierbaren Markt von 250 Milliarden US-Dollar in 2025. Außerdem sieht man in diesem Markt ein Wachstum von 13% jährlich. Wie steht Salesforce im Vergleich zur Konkurrenz da? Nehmen wir einmal hier die Konkurrenten Oracle, SAP, Microsoft und Adobe als Beispiel. Wenn wir uns die Marktkapitalisierung anschauen, so müssen wir Microsoft ein wenig raustrennen. 2,2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist eine eigene Liga. Salesforce, Adobe, SAP und Oracle liegen in einem recht vergleichbaren Bereich zwischen 200 und 150 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Auch umsatztechnisch sind alle Konkurrenten recht weit von Microsoft entfernt. 184 Milliarden Dollar im Jahr ist eine stolze Leistung. Die anderen Unternehmen liegen in einem Bereich zwischen 15 und 40 Milliarden US-Dollar. Gewinntechnisch ist Salesforce hier am kleinsten mit knapp 1,7 Milliarden US-Dollar. Was hier besonders auffällt, ist Adobe im Vergleich zu Salesforce, SAP und Oracle. Aus knapp 16 Milliarden Dollar werden fast 5 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftet. Beim Punkt Profitabilität kann Salesforce recht gut mit den Konkurrenten mithalten. Eine operative Marge von über 70% ist top. Die EBIT-Marge könnte etwas besser sein. Hier sind Adobe, Oracle und Microsoft deutlich besser. Eine freie Cashflow-Marge von über 30% ist ebenfalls sehr gut. Und ein Cashflow von fast 6,2 Milliarden Dollar ist ebenfalls sehr gut. Ein weiterer spannender und meiner Meinung nach wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass der Gründer und aktuell noch CEO immer noch beim Unternehmen dabei ist. Außerdem hält der CEO und das Führungsteam über 4% Anteile am Unternehmen. Bei den Cash-Reserven könnte es meiner Meinung nach etwas besser aussehen. Wir haben 9,4 Milliarden Dollar Cash und 10,6 Milliarden Dollar an Langzeitschulden. Ein möglicher Grund hierfür ist die vor kurzem abgeschlossene Übernahme von Slack für 27,7 Milliarden US-Dollar. Kombinieren wir nun alle Informationen zusammen und bewerten Salesforce anhand der Aktiencheckliste mit den Punkten Marktumfeld, Geschäftsmodell bis Renditemodell und Abzüge. So kommen wir auf 74 von 100 möglichen Punkten. Mit dieser Bewertung schafft es Salesforce, in das Wachstumsdepot mit aufgenommen zu werden. Kommen wir nun zur Discounted Cashflow Analyse. Was wäre ein fairer Wert für Salesforce heute?
Für die Bestimmung des Umsatzwachstums und der EBITDA und Cashflow-Marge verwende ich Unternehmenswerte von 2017 bis 2021 und Analystenwerte von 2022 bis 2024. Wenn ich nun alle Daten verarbeite, so haben wir im Mittel ein Umsatzwachstum von 25%, eine EBITDA-Marge von knapp 30% und eine Free Cashflow-Marge von etwas mehr als 20%. Bei den Annahmen für die Discounted Cashflow-Analyse bin ich beim Umsatzwachstum etwas konservativer. Hier gehe ich nicht von 25, sondern nur 15% aus. Bei der EBITDA und freien Cashflow-Marge bin ich auf der anderen Seite etwas optimistischer. Beim EBITDA nehme ich eine Marge von 40% an und beim freien Cashflow 36%. Ich gehe mit dieser Analyse davon aus, dass Salesforce es schaffen wird, sich in den nächsten 10 Jahren margentechnisch in den Bereich von Adobe zu entwickeln. Wenn wir nun die Geschäftszahlen Umsatz, EBITDA und freien Cashflow bis 2032 wachsen lassen, mit den entsprechenden Annahmen 15, 40 und 36%, so haben wir einen Umsatz von 114 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032, ein EBITDA von 45 Milliarden und einen freien Cashflow von 41 Milliarden. Um den Gesamtwert des Unternehmens im Jahr 2032 zu bestimmen, ist als erstes der jährlich wachsende Discount-Faktor von 10% relevant. Dieser führt dazu, dass der freie Cashflow im Jahr 2032 lediglich 14 Milliarden Dollar beträgt. Die Summe der freien Cashflows beträgt dann 95 Milliarden und der Verkaufswert auf EBITDA-Basis beträgt 160 Milliarden. Als Gesamtwert für das Unternehmen haben wir dann 265 Milliarden US-Dollar. Wenn wir nun diese 256 Milliarden US-Dollar mit der Anzahl der Aktien verrechnen, ergibt sich ein fairer Kurs heute von 260 Dollar. Wenn wir hier noch eine Sicherheitsmarge von 20% einbauen, um damit alle Unsicherheiten zu kompensieren, so erhalten wir einen fairen Wert inklusive Sicherheitsmarge von 208 US-Dollar. Führen wir die gesamte Rechnung einmal ohne Discount-Faktor durch, so erhalten wir einen theoretischen Kurs im Jahr 2032 von 666 Dollar. Mit dem aktuellen Kurs heute von 222 Dollar sind wir knapp unter dem fairen Wert von 260 und nur etwas von dem fairen Wert inklusive Sicherheitsmarge entfernt. Würde sich die Aktie genauso entwickeln, so könnte man rein theoretisch eine Gesamtrendite von fast 200% erzielen. Ähnlich wie bei meiner letzten Discounted Cashflow-Analyse von Tesla kann man auch hier ein Szenario durchspielen und unterschiedliche Werte anpassen. Ich möchte hierbei zu meinem normalen Szenario ein etwas pessimistisches Szenario durchspielen. Hierbei reduziere ich den Wachstumswert auf 10%, das EBITDA von 40 auf 35 und die freie Cashflow-Marge auf 30%. Wenn wir nun die Analyse nochmal durchspielen, ergeben sich natürlich etwas geringere Werte. Es ergibt sich ein fairer Wert von 173 Dollar ohne Sicherheitsmarge und 139 Dollar mit Sicherheitsmarge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Danke. Der theoretische Kurswert im Jahr 2032 beträgt hier in Anführungsstrichen nur noch 429 Dollar. Ihr seht, je nachdem, wie man die Analyse durchführt, ist der Kurs entweder fair oder nicht fair bewertet. Und es ergeben sich unterschiedliche Gesamtrenditen. Welches dieser beiden Szenarien eintrifft, kann ich natürlich nicht vorhersagen. Für die gleichkommende Chartanalyse werde ich beide Varianten betrachten. Was sagen die Profis von der Wall Street? Ganze 49 Analysten sind hier recht positiv eingestellt. Wir haben keinen einzigen Analysten, der hier eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Das Kursziel der Analysten liegt in einem Bereich von 225 bis 385 Dollar und damit deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Kommen wir nun zur Chartanalyse. Schauen wir uns den Kursverlauf seit 2017 an und nehmen hier die 200-Tageslinie dazu. So kann man den schönen Aufwärtstrend der Aktie erkennen. Die 100-Tageslinie offenbart uns an den Schnittpunkten zur 200-Tageslinie interessante Einstiegspunkte in der Vergangenheit. Die 50-Tageslinie ist ganz klar deutlich volatiler. Schauen wir uns den aktuellen Zeitraum an, so geben sich hier interessante Schnittpunkte mit der 100- und 200-Tageslinie. Wenn noch zusätzlich die 100-Tageslinie die 200-Tageslinie kreuzt, so wäre das auf jeden Fall ein interessantes charttechnisches Signal. In den letzten paar Monaten hatte die Aktie interessante Auf- und Abschwungphasen. Mal ging es 84% rauf, dann 27% runter, dann wieder 47% rauf und 29% runter. Stand jetzt kann man meiner Meinung nach zwei interessante Unterstützungslinien einzeichnen. Einmal bei 215 und einmal bei 138 Dollar. Es hat den Anschein, als würde der Kurs aktuell auf der oberen Unterstützungslinie verharren und hier auf Impulse nach oben oder unten warten. Wenn ich hier nun unsere Discounted Cashflow Preisbereiche für das normale und das pessimistische Szenario einzeichne, so sieht man, dass wir uns Stand jetzt in dem normalen Preisbereich bewegen. Um jedoch in die Mitte des pessimistischen Preisniveaus zu kommen, müsste der Kurs noch ganze 29% nachgeben. Wenn wir dann noch den aktuellen negativen Trend mit einzeichnen, so könnte es gut sein, dass wir zwischen Mitte März und Ende Mai in den zweiten Preisbereich hineinkommen. Vorausgesetzt natürlich, dieser negative Trend bleibt bestehen. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann habe ich hier noch eine spannende Analyse für euch. Alle Inhalte und Darstellungen in diesem Video sind meine persönliche Meinung und keine Anlage- oder Investmentberatung. Am Ende des Tages entscheidet ihr, in was ihr investiert. Bis zum nächsten Mal.